Wir schreiben das Jahr 1809. Du hörst gerade den Regen auf dem prächtigen englischen Vorgarten prasseln. Wenn du aus dem Fenster schaust, siehst du wunderschön angelegte Blumenbeete, penibel gestutzte Hecken und Spazierwege so lang, dass man sich auf ihnen fast verirren kann. Ja, es ist das typisch regnerische Londoner Wetter. Auch wenn du dich etwa 40 Kilometer außerhalb in Ascot befindest. In einem herrschaftlichen Landsitz, der von der Inneneinrichtung auch ein Palast hätte sein können. Heute Nacht ist die große Zeremonie hier. Die Tochter des Herzogs sucht einen Mann. Und du wirst sie dabei beraten. Aber warte erstmal, wie unhöflich von mir. Das war nicht gerade die feine englische Art. Zum Start dieser Traumreise muss ich natürlich erwähnen, dass du erst einmal tief ein- und ausatmest. Alle Spannung von dir abfallen lässt, das Handy vielleicht etwas zur Seite legst und langsam deine Augen schließt. In deinen Gedanken bist du jetzt zurück in England. Vor über 200 Jahren. Es ist tagsüber, aber durch den ständig bewölkten und regnerischen Himmel fällt nur wenig Licht in das Landhaus. Kerzenständer und Öllampen hellen die Atmosphäre etwas auf. In diesem Moment stürmt mit einem forschen Anklopfen Lady Victoria euer Zimmer. Ihr hattet gerade entspannt auf dem Bett verweilt und nach draußen geschaut, als eure beste Freundin eintritt, ist sie ganz schön aufgeregt. Ich bin so froh, dass Sie hier sind und mir helfen, diese wichtige Wahl zu treffen. Diese Hochzeit wird mein Leben verändern. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, für wen ich mich entscheiden soll. Danke, dass Sie mir helfen werden. Kein Problem, dafür sind wir ja beste Freundin, antwortest du ruhig. Ja, schon ungewöhnlich aus heutiger Sicht, aber damals siezten sich selbst beste Freundin. Die Lady trägt ein vornehmes Kleid. Sie ist die Tochter des mächtigen Herzogs von Ascot. Eine unfassbar gute Partie in der englischen Gesellschaft. Und heute Nacht, da wird das halbe Königreich um ihre Hand anhalten. Du bist irgendwie aufgeregt, aber auch froh, dass du nicht in ihrer Rolle steckst, sondern nur den Job der Beraterin hast. Überall mitmischen, aber keine Verantwortung. Du kannst also ganz entspannt bleiben. Ich kann hier einfach nicht mehr länger ruhig drin sitzen. Ich habe dem Kutscher Bescheid gegeben, damit wir eine kleine Spazierfahrt machen können, trotz dieses Wetters. Ich muss einfach auf andere Gedanken kommen. Du musst auf jeden Fall mit. Bevor du etwas erwidern kannst,
zieht dich Lady Victoria am Arm auf den fast schon verwunschen wirkenden Innenhof, an dessen alten Gemäuer sich Efeu rankt. Vor einem Teich voller Keukarpfen, auf dessen Oberfläche immer noch die Regentropfen fallen, steht eine pompöse Kutsche. Der Kutscher trägt einen schwarzen Zylinderhut. Er nimmt diesen ab und verneigt sich vor euch. Wo darf ich My Ladies hinbringen? Alfred, fahr uns ein bisschen durch die Gegend, vielleicht zu den Pferderennen. Wie My Ladies wünschen. Ihr beiden steigt in die Kutsche und die Pferde traben langsam los. Ihr verlasst den eindrucksvollen Landsitz des Herzogs von Ascot. Er liegt abseits der gleichnamigen kleinen Stadt, umringt von Feldern, Flüssen, Wäldern und Hügeln. Diese typisch britische Landschaft. Die Fahrt führt euch eine bilderbuchartige Strecke entlang. Und hinter jeder Kurve gibt es einen tollen Ausblick. Ihr nutzt diesen Ausflug für ein Gespräch unter Freunden. Habt ihr denn schon jemanden ins Auge gefasst? Fragt ihr die Lady. Nein, ich hab ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer. Okay, das ist nicht schlimm, dann lasst mich euch ein bisschen helfen. Was ist zum Beispiel mit Lord Jonathan Beaumont? Er ist ein charismatischer junger Adliger. Und ich hörte, dass er sehr guten Humor besitzt. Er leitet die Pferderennen hier in Ascot. Er dient quasi direkt unter eurem Vater. Tja, mein Vater, der Herzog, empfindet ihn als aufmüpfig. Außerdem sagt man, dass er jeder Frau von Ascot bis London hinterherjagt. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist. Auch wenn er mich sicherlich gerne heiraten würde. Es geht ihm immer nur um seine Reputation. Und mit mir an seiner Seite würde er nochmal gesellschaftlich aufsteigen. Okay, dann habe ich eher ein leichtes Nein rausgehört. Dann haben wir als nächstes Baron Charles Pembroke. Er ist ein reicher und einflussreicher Baron, der aber auch dafür bekannt ist, ziemlich verschroben zu sein. Der Jüngste ist er ehrlich gesagt auch nicht mehr. Seine erste Frau, sie starb unter ungeklärten Umständen bei einem Reitunfall. Aber er ist verdammt reich. Reicher noch als euer Vater. Ich glaube, finanziell wäre er die beste Partie. Ja, das wäre er wahrscheinlich, aber ihr wisst auch, was die Leute tuscheln. Er soll sich seiner Frau entledigt haben, weil sie ihm keine Kinder schenken konnte. Und so jemand lasse ich garantiert nicht in meine Nähe. Na gut, okay. Dann habe ich auf meiner imaginären Liste noch Sir William von Westham. Ein junger Ritter, loyal zum König. Durch seine tapferen Kämpfe wurde ihm der Rittertitel verliehen. Sir William sieht wunderschön aus in seiner Rüstung und er soll tapfer gekämpft haben. Aber er ist von zu geringem Stand.
Mein Vater hat ihn nur auf meine Bitten hin eingeladen. Er hat mir aber klargemacht, was er von einer solchen Vermählung hielte. Nämlich gar nichts. Sein Haus bringt unserem keinen Vorteil. Ach, ich wünschte, es wäre wie bei den einfachen Leuten. Dass wir einfach die heiraten können, die wir wirklich begehren. Und wirklich lieben. Nicht mal bei den einfachen Leuten ist das so einfach, wie du sagst. Erwiderst du schmunzelnd. Bevor wir aber gleich bei der Rennbahn ankommen, noch ein letzter Name. Und zwar Graf Alexander von Ravenwood. Sag diesen Namen ja nicht zu laut. Er wird eh nicht kommen. Und wieso nicht? Dieser Mann ist eine Legende. Es ranken sich viele Geheimnisse um ihn. Er lebt in Schottland, in einer alten Burg, als wäre es noch Mittelalter. Er und mein Vater hatten einen fürchterlichen Streit. Mir wurde nie gesagt, worum es ging, aber seitdem reden sie kein Wort mehr. Er ist deshalb auch nicht eingeladen worden. Aber als ihr ihn das letzte Mal sah, fandet ihr ihn gut. Das ist wahr, ich war zum ersten Mal verliebt. Dieser Mann hat eine Aura, als würde ihn immer ein mystischer Nebel begleiten. Jeder seiner Blicke haut dich einfach um. Und diese langen, schwarzen, gelockten Haare. Wenn du mir erzählen würdest, es gäbe Magier, dann würde ich glauben, er ist einer davon. Der Mann klingt wirklich aufregend. Nur schade, dass er nicht kommt. Nun kommt die Kutsche an der Pferderennbahn an. Einige Holztribünen wurden aufgestellt und es herrscht reichlich Betrieb. Denn in wenigen Minuten startet das erste Rennen des Tages. Die Strecke führt durch eine malerische Hügellandschaft. Als der Kutscher euch aussteigen lässt, eilt euch direkt ein fein gekleideter Mann entgegen. Wenn man vom Teufel spricht, flüstert ihr eurer Freundin zu. Es ist Lord Jonathan Beaumont. My Ladies, welche Ehre. Ich dachte, ich würde Sie erst heute Abend sehen, Lady Victoria. Ihr seht wirklich umwerfend aus. Euer Vater kann sich glücklich schätzen, eine solch reizende Tochter zu haben. Die Ehre ist ganz unsererseits, aber das Schleim könnt ihr euch für heute Abend aufheben, my Lord. Sagt mir lieber, auf wen sollen wir bei diesem Rennen unser Gold setzen? Habt ihr eine Empfehlung? Oh, damit kann ich my Lady natürlich dienen. Also, Stormchaser ist der haushohe Favorit. Aber ich persönlich glaube, dass auch Shooting Star gute Chancen hat. Er ist ein englisches Vollblut. Ich habe ihn aufwachsen sehen. Ich weiß, was er kann. Gut, my Lord, dann wähle ich den Shooting Star.
Und ihr? Eure Freundin dreht sich zu dir um. Ich wähle den Warmblüter da vorne. Der beeindruckt mich. Wie heißt er denn? Oh, das ist Royal Thunder. Ein Außenseiter. Aber wie ihr mögt. Es ist euer Geld. Ihr müsst wissen, was ihr damit tut. Aber ich glaube, jeder von uns kann den Verlust auch verkraften. Im Gegensatz zu den meisten armen Schluckern hier, die ihren gesamten Wochenlohn direkt wieder verspielen. Nun gut, da vorne sind die Buchmacher, die die Wetten entgegennehmen. Ihr beide gebt jeweils eine Dukate für die Wette ab. Und setzt euch dann entspannt auf die Tribüne. Der Regen hat nicht nachgelassen und prasselt immer noch auf das Holzdach. Trotz des Wetters sind reichlich Leute erschienen. Lord Jonathan persönlich schießt in die Luft für den Start. Und die Pferde mit ihren Reitern galoppieren los. Tatsächlich leisten sich Stormchaser und Shootingstar ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Doch kurz vor dem Ende gibt es eine verblüffende Wendung. Shootingstar, der in Front ist, verweigert auf einmal. Und Stormchaser ist davon irritiert. Also freut sich ausgerechnet euer Tipp. Royal Thunder. Ein wunderschönes Pferd. Aber eigentlich ein absoluter Außenseiter. Doch auf der Zielgerade überholt er die beiden Favoriten. Respekt, my lady. Das verzehnfacht ihren Einsatz. Ich glaube, kaum jemand hier hat auf Royal Thunder gesetzt. Ihr scheint ein magisches Gespür für richtige Entscheidungen zu haben. Mit diesen Worten bringt euch Lord Beaumont persönlich euren Gewinn. Und ihr, my Lady Victoria, euer Verlust tut mir natürlich schrecklich leid. Ich werde ihn gerne heute Abend eurem Vater ersetzen, sobald wir uns für unsere Vermählung entschieden haben. Wenn ihr mich ein bisschen kennen würdet, my Lord, würdet ihr wissen, dass Geld mich nicht beeindruckt. Es sind eher gute Manieren. Und jetzt müssen wir weiter. Ich muss mich noch auf den Tanz heute Abend vorbereiten. Ohne eine Antwort abzuwarten, dreht sich Lady Victoria um und ihr folgt ihr zur Kutsche. Was sollte das? Er war doch eigentlich ganz höflich. Nein, in meinen Augen war er das nicht. Er ist versnobbt und eingebildet. Er redet mit mir schon so, als wären wir einander versprochen. Ich glaube, alle unsere Standes sind versnobbt und eingebildet, erwidert ihr. Das mag sein, werte Freundin, aber er ist besonders schlimm. Ein schleimiger Typ. Ich mag ehrliche Männer. Als ihr den Landsitz des Herzogs erreicht, ist die Abenddämmerung bereits eingebrochen. Lady Victoria will sich etwas ausruhen und zieht sich in ihr Gemach zurück. Also bleibt euch ein wenig Zeit,
euch von einem Diener ein Bad einzulassen. In eurem großzügigen Gästezimmer mit Blick auf den englischen Garten. Welch Privileg! Die normalen Arbeiter haben nur wenig Zeit für Hygiene. Sie pflegen sich mit Wasser aus Eimern. Ihr hingegen habt, wie gesagt, die Möglichkeit, ein warmes Bad zu genießen. Das leistet sich zu dieser Zeit nur das gehobene Volk. Der Regen prasselt immer noch gegen die alten Fenster, während ihr in der Wanne entspannt. Die Sonne ist längst untergegangen. Aber die Laternen, die mit Öllampen beleuchtet werden, tauchen den Garten des Landsitz in ein gemütliches Licht. Ihr schließt die Augen und genießt das warme Wasser. Am liebsten würdet ihr danach schon in das luxuriöse Seidenbett fallen. Aber der Abend geht ja gerade erst los. Ihr entspannt euch also eine halbe Stunde und dann kleidet ihr euch in euer feines weißes Kleid mit einigen eingestickten Blumen darauf. Ihr seid gerade fertig, als es wieder an eurer Tür klopft. Ein Diener steht vor der Tür. My Lady! Lady Victoria möchte euch gerne sehen. Sie ist nun fertig angekleidet. Der Diener führt euch mit hallenden Schritten durch einen langgezogenen Gang. Es geht direkt zum Gemach der Tochter des Herzogs. Als er die Tür öffnet, seid ihr von ihrem Anblick fast geblendet. Sie sieht wunderschön aus, wie eine Prinzessin. Ihr Kleid übertrumpft eures bei weitem, aber das ist natürlich absichtlich so. Denn sie steht heute Abend schließlich im Mittelpunkt. Das Kleid besteht aus feinem schimmernden Satin. In einem zarten Hauch von Elfenbein. Es glänzt im Kerzenschein der Kammer auffällig. Wie wird es erst im Ballsaal wirken? Es ist kunstvoll verziert mit feiner handgearbeiteter Spitze und zarten Perlen. Wow! Einfach nur... Wow. Ihr seht fabelhaft aus. Danke, werte Freundin. Ich bin ja so froh, euch zu sehen. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ich meine, gleich werden schon die Gäste den Ballsaal betreten. Hab keine Angst, my Lady. Ich bin den ganzen Abend bei euch. Und ich werde euch beraten. Das habe ich euch schließlich versprochen, sagt ihr und versucht, eure Freundin zu beruhigen. In diesem Moment hämmert es mal wieder an der Tür. Der Herzog höchstpersönlich mit seiner vierköpfigen Leibgarde steht vor der Tür. Oh, meine Tochter, ihr werdet den Anwärtern mehr als nur gefallen. Ich möchte euch aber hier in kleiner Runde noch etwas sagen. Ich möchte, dass ihr jemanden auswählt, den ihr wirklich verehrt. Vielen Häusern geht es nur um Geld und Allianzen. Sie wollen Macht in London, Einfluss auf den König. Aber wir sind gesegnet. Wir können es uns leisten, dass ihr euch frei nach eurem Herzen entscheidet.
zumal alle Bewerber bis auf diesen Ritter eines guten Standes sind. Und dann würde ich die Damen bitten, darf ich sie in den Ballsaal entführen? Gemeinsam mit dem Herzog und seiner Entourage begebt ihr euch über den Flur in ein verschnörkeltes Treppenhaus, das voller Landschaftsgemälden hängt, hinunter in den Ballsaal. Als ihr den großen Raum betretet, schwindet euch fast der Atem. Er ist überwältigend schön. Hohe Decken mit kunstvollen Blumenverzierungen. An ihnen hängen funkelnde Kronleuchter, die den Saal in ein warmes Licht tauchen. Die Wände dieses Ballsaals sind mit Stoffen in roten Farbtönen ausgekleidet. Auch diese sind von kunstvollen Stickereien geschmückt. Man sieht auch immer wieder ein galoppierendes Pferd eingestickt. Das Wappen des Hauses von Esket. Passend zu der Pferderennbahn, für die es bekannt ist. In der Mitte des Ballsaals erhebt sich ein Podium. Auf diesem hat bereits das Orchester Platz genommen, um die Gäste mit traditionellen englischen Liedern zu verzaubern. Aktuell spielen sie Scarborough Fair. Die Tanzfläche darunter ist groß und an den Tischen daneben tummeln sich bereits zahlreiche Gäste. Jeder, der von hier bis London etwas auf sich hält, hat heute Abend den Weg nach Esket gewählt. Ihr seht viele bekannte Gesichter. Barone, Grafen, selbst andere Herzoge sind da. Vornehm gekleidete Diener schenken den Herrschaften und Damen Wein ein. Das Buffet ist auch sehenswert. Die Kellner und Kellnerinnen bringen aus der Küche des Anwesen nur die feinsten Speisen. Auf edlen silbernen Tabletts. Ihr beobachtet eine junge Frau dabei, wie sie imposante Käse- und Früchteplatten auftischt. Ideal, um sich zwischen den Tänzen etwas zu stärken. Des Weiteren besticht die Küche durch Canapés. Kleine, kunstvoll garnierte Brotscheiben mit Lachs, Kaviar und geräuchertem Fleisch. Diese vielen Eindrücke überfordern dich fast. Aber dann wird deine Aufmerksamkeit wieder auf den Herzog gelenkt, der die Bühne betritt und sich räuspert. Lady Victoria zieht euch mit auf die Empore, auch wenn du dich dezent im Hintergrund hältst. Vergiss nicht, du bist nur die Beobachterin. Werte Damen und Herren, hochgeschätzte Gäste, Lords, Ladies, Barone und Herzöge, Mitglieder dieser edlen Gesellschaft, willkommen zu diesem festlichen Anlass. Heute wird meine Tochter ihren Ehemann wählen. Zu diesem Anlass sind einige ehrenwerte Männer aus jedem Winkel dieses Königreichs angereist, um die Hand meines ganzen Stolzes, Lady Victoria, anzuhalten.
Ein sanfter Applaus geht durch die Menge. Ich bitte nun alle Verehrer, nach vorne zu treten. Als erstes tritt mutig Lord Jonathan Beaumont nach vorne. Er hat sich noch mal schicker gemacht als noch an der Rennbahn. Er trägt ein maßgeschneidertes schwarzes Frack mit glänzenden Knöpfen und einem perfekt sitzenden, eleganten weißen Hemd. Selbstbewusst schaut er dem Herzog in die Augen. Er scheint sich sicher zu sein, Eindruck zu schinden. Du hörst die Mägde neben der Bühne kichern. Der sieht ganz umwerfend aus. Der nächste, der nach vorne tritt, ist Sir William von Westham, der Ritter. Er ist etwas legerer gekleidet. Er trägt eine dunkelblaue Samtweste über einem ebenfalls weißen Hemd, das locker in eine beigefarbene Hose gesteckt ist. Sein Look wird durch ein paar polierte schwarze Lederstiefel abgerundet. Auch er ist ein Hingucker und sorgt für Tuscheleien bei den anwesenden Damen. Der dritte ist Baron Charles Pembroke, der älteste unter den Bewerbern und, wie du bereits weißt, ein verschrobener Snob. Er fällt direkt aus dem Raster mit seinem Outfit. Er trägt eine dunkle, maßgeschneiderte Weste über einem gestreiften Hemd und einer edlen Seidenkrawatte. Seine Hose ist aus feinem Wollstoff gefertigt und passt perfekt zu seinen glänzenden schwarzen Lederschuhen. Eine auffallende goldene Taschenuhr und ein bizarr anmutender Siegelring an seinem Finger verleihen ihm die für ihn typische Extravaganz. Ein halbes Dutzend weiterer Männer stellen sich vor. Nun gut, erklingt wieder die Stimme des Herzogs. Dann wissen wir nun, mit wem wir es heute zu tun haben. Nun ist es aber an der Zeit für den ersten Tanz. Ich bitte unsere anwesenden Musiker, das Lied Greensleeves zu spielen. Es ist das persönliche Lieblingsstück meiner Tochter. Und damit wünsche ich Ihnen allen einen vergnüglichen Abend. Die Musiker fangen an zu spielen. Und die Gäste tummeln sich bereits auf der Tanzfläche. Tanzt ihr bitte erstmal mit mir, flüstert euch Lady Victoria zu. Sie sieht ganz schön aufgeregt aus. Auf ihrer Stirn erkennt ihr einen Schweißtropfen, den ihr schnell mit einem seidenen Taschentuch wegwischt. Gott sei Dank hat das niemand gesehen. Die Version von Greensleeves ist sehr ruhig. Es herrscht eine fast schon romantische Stimmung im Saal. Die bereits vermählten Männer und Frauen tanzen eng umschlungen. Und die, die es noch nicht sind, schauen sich um. Denn auch wenn es heute hauptsächlich um die Vermählung der Tochter des Herzogs geht, ist das hier dennoch ein potenzielles Kennenlernen für viele junge Damen und Herren.
aus dieser adligen Gesellschaft. Jeder hält Ausschau nach einem potenziellen Partner. Und bei solchen Anlässen geht es immer auch um das eigene Glück. Langsam wippt ihr mit eurer Freundin im Takt umher, als sich auf einmal Sir William von Westham nähert. Sein blondes, langes Haar hat er nach hinten gekämmt. »Darf ich My Lady zum ersten Tanz des Abends bitten?« sagt er charmant. Lady Victoria schaut euch an und ihr nickt unauffällig. »Na gut, Sir William, wie Sie wünschen.« »Wartet mal, My Lady. Der erste Tanz gebührt mir.« Es ist Baron Pembroke, der alte Snob. »Ich kam am allerweitesten hierher. Ich war auf Reise im fernen Frankreich. Es wäre nur die gute Sitte, mit mir den ersten Tanz zu vollziehen.« »Ach ja, ihr redet von edler Sitte? Habt ihr das eurer Frau auch erzählt, bevor ihr sie umgebracht habt?« Lord Jonathan Beaumont stößt mit diesen provozierenden Worten auch noch dazu. Na toll. Alle drei haben sich versammelt und fangen an zu streiten. »Ihr Emporkömmling wagt es, über mich so zu sprechen. Ihr solltet euch schämen. Ihr seid nur ein besserer Stallbursche des Herzogs, der in der Rennbahn die Ställe ausmistet. Also ich schlage vor, dass wir die Unstimmigkeiten bei einem Degenduell draußen klären«, mischt sich wieder Sir William ein. Die Männer geraten fast aneinander. »Lasst uns verschwinden, ich halte das hier nicht aus. Ich will keinen von denen«, flüstert dir Lady Victoria zu. Du nimmst sie an die Hand und führst sie eilig aus dem Saal. Die Streithähne sind so vertieft in ihren Konflikt, dass sie das nicht mal bemerken. »Und wo wollen wir jetzt hin?«, fragt ihr die Lady. »Nach draußen erstmal. Ich brauche frische Luft. Ich mag diese Aufmerksamkeit auf meiner Person nicht. Ich weiß, alle denken immer, wir Adligen sind selbstgerecht und egozentrisch. Aber mir ist das alles unangenehm, dass diese ganzen feinen Leute gekommen sind, nur um mich einen Mann auswählen zu sehen.« »Okay, My Lady, dann lasst uns erstmal nach draußen gehen«, sagt ihr sanft und versucht, eure Freundin zu beruhigen. Heimlich über einen Seitengang gelangt ihr nach draußen in den Garten. Die Laternen tauchen das Anwesen noch immer in ein gemütliches Licht. Der Regen ist natürlich auch noch immer da. Wenigstens auf den ist an diesem Abend Verlass. Auch wenn er nur leicht auf den Rasen fällt und euch kaum stört. Ihr lauft etwas durch den parkähnlichen Garten und nehmt unter einem Pavillon Platz. Einige Palastwachen patrouillieren etwa 100 Meter entfernt. Ansonsten seid ihr ganz ungestört. Trotz des verregneten Wetters kann man einige Sterne am Himmel erkennen. Es hätte eine romantische Nacht werden können.
Bisher sieht es bei Lady Victoria aber noch nicht danach aus. Ich will nicht wieder zurück in den Ballsaal. Ihr müsst es aber, vielleicht ist einer der anderen Bewerber besser geeignet. Aber ihr habt recht, diese drei Schwachköpfe sind nichts für euch. Ich will ehrlich sein, werte Freundin. Eigentlich schlägt mein Herz schon längst für jemanden. Und zwar den Grafen Alexander von Ravenwood. Der wird aber nicht mehr heute kommen. Ich erinnere mich noch an eure Worte vorhin in der Kutsche. Euer Vater würde ihn sofort einsperren lassen. Ihr Streit war viel zu stark. Und er ist noch lange nicht abgekühlt. Aber ich will doch nur ihn. Das Leben als Tochter des Herzogs ist kein Wunschkonzert. Antwortet ihr, legt aber mitfühlend einen Arm um ihre Schulter. Lasst uns abwarten, sagt die Lady. Ich weiß nicht, wie lange wir noch warten können, denn dort kommt eine Wache auf uns zu. Wahrscheinlich sucht uns schon die Belegschaft. My Lady Victoria, hier seid ihr ja. Ich habe leider eine schreckliche Kunde. Wir haben die Drohung erhalten, dass Angreifer den Ballsaal stürmen wollen. Wir haben den Auftrag, sie sofort zu evakuieren. Eine Kutsche für sie ist bereits vorbereitet. Sie steht dort hinten am Westflügel. Was ist denn passiert? Mehr kann ich Ihnen leider noch nicht sagen, my lady. Überrascht steht ihr von der Bank im Pavillon auf und geht mit der Wache in Richtung des Westwings, in dessen Schatten eine Kutsche parkt. Fast so, als solle sie niemand sehen. Ihr wundert euch, dass Lady Victoria so gar nicht besorgt zu sein scheint. Was ist hier los, my lady? Hier stimmt doch irgendetwas nicht, fragt ihr eure Freundin ganz direkt. Meine werte Freundin, manchmal muss man sich von den Konventionen der Gesellschaft und des eigenen Vaters lösen und einfach mal etwas Verrücktes tun. Ich will den lieben, den ich wirklich begehre. So wie die einfachen Leute. In diesem Moment steigt jemand aus der Kutsche. Ihn umgibt eine fast schon mystische Aura. Lockiges, langes, dunkles Haar. Ein schelmisches Grinsen im Gesicht. Schwarze Lederhandschuhe, auf denen ein Rabe eingestickt ist. Er ist unverkennbar. Graf Alexander von Ravenwood. Ich danke Ihnen, my lady, dass Sie auf meine zukünftige Gemahlin aufgepasst habt. Oh nein, ihr habt das alles geplant. Okay, aber wie erkläre ich das nun dem Herzog? Dass seine einzige Tochter durchgebrannt ist nach Schottland. Mit einem Grafen, dem er nicht wohlgesinnt ist. Das lasse ich dann mal eure Sorge sein. Ihr seid sicher kreativ. Und nun müssen wir verschwinden. Ich habe diese eine Wache bestochen. Die anderen echten Wachen können aber jederzeit eintreffen. Also, my lady, einen schönen Abend noch. Vielleicht findet ihr ja jemanden für euch. Lady Victoria umarmt euch mit Freudentränen in den Augen. Sie ist überglücklich. Das war ja auch eigentlich der Sinn des Abends.
auch wenn alles anders kam als gedacht. Und ihr seid auch glücklich für sie. Aber noch glücklicher seid ihr, dass ihr es nicht mehr dem Herzog erklären müsst. Denn ihr dürft jetzt sanft einschlafen. Atmet tief ein und aus. Schließt die Augen und genießt einfach die entspannte Musik. Gute Nacht, dein Traumreisender.